Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute ein neues Script für euch. Und zwar realistisch Vehikel nur für die Reifen. Und ja, wie wir jetzt hier schon erkennen können, habe ich hier schon Reifen verloren. Zwei Stück. Man kann natürlich auch alle verlieren, je nachdem wie man fährt. Und ich würde sagen, wir spawnen uns einfach mal ein Fahrzeug. Ab 90 km/h würde das passieren oder halt mit viel Wumms. Ja, und hier sehen wir auch schon. Okay, der will mir aufs Maul hauen. Fahren wir das hin. Manche Fahrzeuge fahren dann ziemlich langsam, nur noch mit 3 Reifen. Aber wenn man es Hardcore haben will, dann hält man natürlich auch an, weil man kann ja nicht weiterfahren, ne? So, wir haben aber noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt trotzdem weiterfahren, dass dann die anderen Reifen auch noch kaputt gehen. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht schaffen. Mit dem Blister hatte ich das geschafft. So, mal gucken. Okay, da ist nichts passiert. Jetzt ist was passiert. Jetzt haben wir nur noch 2 Reifen auf jeder Seite, ein. Somit ist das ziemlich schwierig, jetzt noch rumzufahren. Ja, so funktioniert das und somit ja, ist das Auto kaputt. Wir müssen einen Mechaniker anrufen und der kann das Ganze wieder reparieren. Ja, gut. Ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. Sollte noch minus Main oder Master hier hinterstehen. So, das müssen wir einmal entfernen. Ansonsten kopieren wir uns schon mal hier den Ordnernamen raus und gehen dann anschließend in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Jetzt gehen wir noch zurück und gehen in die Server-CFG. Und hier starten wir das Ganze nur noch einmal und müssen das Ganze jetzt noch speichern und hier schließen und den Server neu starten. Und somit funktioniert das Ganze auch schon. Jetzt gucken wir uns nochmal die Config an, denn hier können wir nicht wirklich viel einstellen. Hier können wir aber ein wenig mit den Zahlen herumspielen, wenn wir es natürlich wollen. Auch hier die Speed, wann das Ganze halt so passiert. Ansonsten können wir noch in die Client gehen und hier können wir auch mit den Zahlen noch herumspielen. Hier ist zum Beispiel Random, so das können wir halt niedriger machen, so dann würde es schon öfter passieren, dass wir einen Reifen wieder verlieren. Oder ihr macht das Ganze höher und dann ja, wird das halt länger dauern. Ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take